Vor der Küste Namibias bringt der Benguela-Strom nährstoffreiches Tiefenwasser an die Oberfläche. Solche Auftriebsgebiete sind hochproduktive marine Ökosysteme und liefern den größten Teil der weltweiten Fischereierträge. Wissenschaftler vom Zentrum für marine Tropenökologie untersuchen die qualitative und quantitative Zusammensetzung der Fischpopulation im nördlichen Benguela-Gebiet und beobachten einen Wechsel in der Artenverteilung. Ja, es hat sich einiges in den letzten Jahren verändert. Normalerweise kommen in diesen Auftriebsgebieten halt die Sardinen und Sardellen als Primärräuber in Frage, die also das Zooplankton wegfressen, das kleine und auch das Phytoplankton und diese Nahrungsgrundlage halt nutzen können, um große Bestände aufzubauen. Dann ist aber in den 80er Jahren hier sehr viel gefischt worden. Das war noch zu Zeiten, als Namibia noch nicht unabhängig war. Fremde Nationen vor allen Dingen haben hier in den Gewässern gefischt. Das ging hauptsächlich auf Sardinen und Sardellen. Diese Bestände sind also sehr klein geworden. Und das Problem heute ist wirklich, dass die Sardinen immer noch weg sind. Es ist ein sehr kleiner Bestand noch vorhanden, aber der bringt vielleicht 10.000 Tonnen pro Jahr. Das ist eigentlich gar nichts gegenüber den 300.000, 400.000, 500.000 Tonnen, die es in den sehr guten Zeiten mal gegeben hat. Ja, und die Frage ist halt, warum sind die nicht da? Die kommerzielle Fischerei ist heute auf Stöcker und Seehecht angewiesen. Neben der Überfischung sind mit großer Wahrscheinlichkeit auch Umweltveränderungen verantwortlich für den Rückgang der Sardinen- und Sardellenbestände. Die Untersuchungen der Bremer Wissenschaftler konzentrieren sich auf die frühen Entwicklungsstadien der kommerziell wichtigen Fischarten. Innerhalb eines Fischlebens ist das Larvenstadium und das Juvenilstadium eigentlich das anfälligste für Umweltveränderungen, die es gegeben haben kann, weil die Fischlarven planktonisch sind, das heißt, sie können sich nicht frei aussuchen, sind nicht in der Lage, selbstständig längere Strecken zu schwimmen. Sie werden so verdriftet mit dem Wasser. Das heißt, wenn sie irgendwie in dem Wasser, in dem sie sich gerade befinden, für sie schlechte Umweltbedingungen herrschen, können sie dem eigentlich nicht entgehen. Zusätzlich sind Larven natürlich allein dadurch, dass sie so fragil sind und klein und noch nicht alle Körperfunktionen perfekt ausgebildet sind, immer empfindlicher als große Tiere. Eine Verschlechterung der Umweltbedingungen, zum Beispiel eine Veränderung der Wassertemperatur, der Sauerstoffverteilung oder der Konzentration von Nährsalzen, könnte dazu führen, dass sich die Gemeinschaft der mikroskopisch kleinen Planktonarten verändert. Diese aber dienen den Fischlarven als Futter. Das könnte also erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fischbestandes haben. Im Projekt wird untersucht, welche Stellung und Bedeutung Ichthyoplankton und Jungfische innerhalb des Nahrungsnetzes einnehmen und inwieweit die verschiedenen Arten durch sich verändernde Umweltparameter in ihrem Entwicklungspotenzial beeinflusst werden. Natürlich kann es sein, dass einfach nicht genügend Nahrung vorhanden ist, aus welchen Gründen auch immer. Und es dann dazu kommt, dass die Fischlarven anfangen zu hungern und deswegen die Überlebenswahrscheinlichkeit relativ gering ist. Die andere und spezifisch hier im Benguela-System interessante Fragestellungen und problematische Fragestellungen sind die Ausbreitung von Zonen im Wasser, in denen sehr geringe Sauerstoffgehalte herrschen. Zusätzlich hier im Benguela-System auch noch ein Gas, was giftig für jeden Organismus ist, sogenanntes H2S-Sulfid, was durch Fäulnisprozesse am Boden entsteht und dann von Zeit zu Zeit durch die Wassersäule ausblubbert in Blasen. Und das entzieht zum einen Sauerstoff dem Wasser, ist aber selbst auch schon giftig. Wenn das natürlich Fischlarven oder Fischeier trifft, dann sieht es wahrscheinlich schlecht für sie aus. Vielleicht ist es aber auch so, und das ist eben die Frage, ob unterschiedliche Arten unterschiedlich gut damit zurechtkommen, mit diesen erschwerten Bedingungen. Thank you.